An dieser Stelle freuen wir uns sehr auf deinen Input, Andreas. Dankeschön. Dankeschön einmal von meiner Seite, dass ich heute da sein darf. Ich habe die Einladung gerne angenommen und habe natürlich auch jetzt die Herausforderung, noch so einem professionellen Redner wie Markus vor mir auch ein bisschen über Verkauf zu sprechen. Ich bringe das aber ein bisschen anders. Ich möchte euch eigentlich eine kurze Geschichte erzählen. Das ist meine Geschichte. Die Geschichte der letzten 2 Jahre. Ich, der Andreas, bin eigentlich geborener Würzburger, im Gasthaus aufgewachsen, immer schon ein bisschen einen positiven Bezug zu Menschen gehabt. Immer auch schon von Anfang an bei meiner Mama bei der Schürzen dran gehängt und ein bisschen reinschnuppern dürfen beim Kochen. Das hat mich auch nachhaltig geprägt. Also als leidenschaftlicher Koch durfte in meiner Jugend in Haubenrestaurants arbeiten, von 1 bis 4 Hauben. Also der Bezug zum Lebensmittel, das war für mich schon immer ganz stark im Mittelpunkt und das hat mich auch fasziniert. Habe anschließend nach dem Kochen aber gedacht, mir fehlt noch irgendwas, ich muss mich ein bisschen weiterbilden. Bin dann auf das Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie in Wien gekommen. Das hat mich auch sehr geprägt. Am meisten hat es mich natürlich geprägt, dass ich dort meine Frau kennengelernt habe. Das ist vielleicht auch der nachhaltigste Aspekt. Und so bin ich auch dann wieder zur Landwirtschaft gekommen. Jetzt sind wir in einer Situation, dass wir daheim einen familiengeführten, kleinen, pauschalierten Landwirtschaft betreiben. Wir sind ein relativ kleiner Betrieb, haben da um die 1000 Obstbäume mit alten Sorten. Für uns ist das ein Schatz. Gerade diese alten Sorte-Thematik, die haben ja einen irrsinnigen Reiz. Und wir haben uns das zum Ziel gesetzt, das zu erhalten. Das zu erhalten ist eigentlich ein Riesenaufwand. Wir haben das auch schon gesehen bei unseren Schwiegereltern, die was die Bäume gepflanzt haben, gepflegt haben. Irrsinnig viel Arbeit. Und wir verarbeiten das zu Säften, zu Essigen, zu Glühmost, je nach Saison und schaffen es da ganz gut, wirklich auch zu wirtschaften. Wir gehen aber, ich und meine Frau, alle nebenbei arbeiten und haben uns natürlich immer unseren Traum vor uns, ja eigentlich war es doch schön, wenn wir auch, oder einer von uns zwei daheim bleiben könnte und auch von dem wirklich leben könnte. Und vor 2 Jahren war er nur in einem Angestelltenverhältnis, war er im Bereich Verkauf tätig für ein großes, erfolgreiches Lebensmittelunternehmen. Und ich habe aber immer schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt, das war doch so super, wenn ich schaffen würde, die Arbeit, was ich jetzt für ein anderes Unternehmen mache, für mich selber machen könnte. Und die Energie bei mir daheim einfließen lassen könnte. Und dann ist mir was passiert. Es hat der Supermarkt angerufen. Der Supermarkt hat angerufen und hat gesagt, bitte kommen Sie zu uns, wir uns gefallen Ihre Produkte, wir könnten uns vorstellen, dass wir Ihre Produkte auch in ein paar Filialen bei uns führen. Perfekt, oder? Genau das willst du hören. Das ist natürlich genau, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Naja, was tue ich sofort? Bin einmal zu meinem Chef gegangen. Herr Chef, danke für die Zeit bei Ihnen, ich kündige die, weil ich mache mich selbstständig und ich konzentriere mich auf die Landwirtschaft. Genau so ist passiert. Bin von einer kurzen Zeit dann aus dem Unternehmen ausgetreten und bin dann zur Einkäuferin bei einem Handelskonzern gegangen. Voll die nette Frau, wirklich menschlich, super. Und dann reden wir halt so über unsere Produkte, wie gut und schön das die sind. Und dann kommt es natürlich in so einem Gespräch auch immer zu einer Preisthematik. Man redet über Preise. In unserem Fall war das eben wie angesprochen, waren es die Säfte, war es der Essig, war es der Senf. Und habe eigentlich schnell dann gemerkt, jetzt habe ich da ganz starke Mitbewerber. Also nicht nur andere regionale Produzenten. Ich bin eigentlich ja Mitbewerber jetzt von der Lebensmittelindustrie. Und das ist mir eigentlich schnell bewusst worden in dieser Preisverhandlung. Recht viel gewinnen kann ich da nicht. Also eigentlich ist das vielleicht gar nicht der richtige Weg für mich. Und wir haben uns dann geeinigt, die Zusammenarbeit, die wird nichts. Das bringt ihnen nichts und ich habe relativ schnell gesagt und ja, dann beim Heimfahren ist mir natürlich das ganze Dilemma bewusst worden. Jetzt habe ich gekündigt, will meinen eigenen Weg gehen, aber die Vertriebsschiene, die habe ich eigentlich gar nicht. Also wo geht die Reise hin? Und das ja, ist natürlich ein Rückschlag. Das Ganze geht aber schon weiter. Man denkt dann die nächsten Tage ein bisschen drüber nach und verfolgt die Medien und dann hört man immer, so geht es wahrscheinlich Ihnen auch. Man nimmt mit,
so Zeitungsberichte oder Radioberichte, ja, wir haben eigentlich eher ein Riesenproblem. Die Biodiversität wird immer, die Vielfalt wird immer weniger. Wir haben Probleme, Insektenarten werden weniger. Alte Obstsorten werden immer weniger im Supermarkt. Landwirtschaftliche Betriebe, die Anzahl wird auch immer weniger. Eigentlich hätten wir da daheim, wenn wir das da halten, genau das Gegenmodell. So eine Streuobstwiese, auf so einer Streuobstwiese leben durchschnittlich so ca. 5000 verschiedene Lebewesen. Auf so einer Streuobstwiese, wir daheim haben ca. 70 bis 80 verschiedene Obstsorten. Das wäre doch toll. Wir würden eigentlich, wenn wir das da halten daheim, einen extrem wertvollen Beitrag leisten zu unseren Problemen, was wir tatsächlich daheim haben. Nur ich muss eigentlich irgendwann finden, der was mir das zahlt, auch die Arbeit. Das hat mich nicht locker lassen und ich habe mir 2, 3 schlaflose Nächte hab mir das gekostet und meinte, jetzt probiere ich nochmal was. Jetzt rufe ich bei der Einkäuferin an und ich verkaufe ihr, versuche ihr nicht mein Produkt zu verkaufen, sondern die Philosophie. Ich versuche ihr was zu geben mit meinem Betrieb, was sie noch nicht haben. Das heißt, sie dürfen sie mit mir Image aufbauen. Das habe ich versucht, denen zu vermitteln. Und die Einkäuferin war hellauf angetan von dem Ganzen. Hat gesagt, ja, das ist eine super Idee, aber ich kann es nicht entscheiden. Das ist dann auch ein paar Wochen dahingegangen, bis dass ich irgendwann einmal zu der Person gekommen bin, die was das auch entscheiden hat können. Und das war der oberste Geschäftsführer, der hat gesagt, Herr Bahnhuber, das gefällt mir, die Idee, das setzen wir um, wir gründen da jetzt eigene Biomarke, Sie machen uns das natürlich für alle 300 Märkte. Dann bin ich natürlich wieder relativ klein geworden, weil ich gesagt habe, naja, ich bin ein kleines Unternehmen mit unserer kleinen Landwirtschaft, wir haben schon gute Produkte, ein bisschen was kriegen wir schon zusammen, aber wir können nicht 300 Märkte in Österreich beliefern. Dann sagt er, wollen Sie es machen oder wollen Sie es nicht machen? Sage ich, natürlich machen wir es, gibt überhaupt keine Diskussion, ziehen wir durch. Wie starten wir? Naja, jetzt machen wir mal 5 Testmärkte mit 30 Produkten, was zum Thema Streuobstwiese passt, wie Säfte, Essige. Hat man natürlich auch andere Partner gesucht, andere Landwirte, die auch zu Hause diese Streuobstwiesen haben, diese alten Obstsorten haben und genauso eine Wertschöpfung brauchen, um den Lebensraum der Streuobstwiese auch wirklich tatsächlich erhalten können. Weil es nutzt uns die beste Förderung nicht, die beste Unterstützung vom Land nicht, die beste Unterstützung von irgendwelchen Institutionen nichts, wenn wir es nicht schaffen, eine Wertschöpfung zu erhalten, dass wir wirklich auch Geld verdienen und daheim arbeiten dürfen. Darum auch die Kooperation mit anderen Landwirten. Im Moment stehen wir bei 6 Landwirten und wir sind dann gestartet mit 5 Testmärkten, hab mir selber in meiner Garage, habe mir Aufsteller gebaut, wir haben Etiketten gestalten lassen. Und dann sind wir gestartet mit 5 Testmärkten und das ist so 5 Monate gegangen. Das hat sich gedreht, das hat gut funktioniert. Wir haben Produktverkostungen gemacht, wir haben eine Beziehung aufgebaut mit den Marktleitern. Also das hat alles schon recht gut ausgeschaut. Nur dann haben wir ein kleines Problem gekriegt. Corona ist gekommen. Corona ist gekommen und mein Rollout auf viele Filialen war überhaupt kein Thema mehr. Wir haben gesagt, Herr Bahnhuber, wir haben jetzt andere Probleme, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Klopapier zubekommen, wir müssen schauen, dass wir Hefe haben. Das war so letztes Jahr im März. Herr Bahnhuber, das wirkt ja nichts mit dem Rollout. Das ist zwar eine gute Idee, was Sie da haben, wunderbar, aber wir haben andere Probleme. Nächster Rückschlag, es ist ja so. Was bleibt dann anders über? Man fährt wieder heim, tut wieder Zeitung lesen, immer nur weniger Insekten, immer nur das Problematik mit dem Klimawandel und so und weniger Landwirte. Aber jetzt ist Corona da, was nutzt? Wir müssen das Beste einfach auch draus machen. Als Landwirt hat man ja die gute Situation, man hat eh genug Arbeit daheim. Hat mich dann mehr auf die Arbeit daheim konzentriert und überlegt, wo geht die Reise hin, bis dann wieder der Anruf kommt vom Handelskonzern. Herr Bahnhuber, Corona hat uns gelehrt, wir brauchen doch eine nachhaltige Marke im Bereich Bio und das passt hundertprozentig. Wann können wir starten? Für alle 300 Märkte. Sag ich, was wollt ihr von mir? Ich bin ein kleiner Betrieb, wir sind 6 Betriebe, wir haben nicht die Mengen. Dann sagt der Handelskonzern, wollen Sie es machen oder wollen Sie es nicht machen? Sag ich, natürlich machen wir es. Ganz logisch, das ziehen wir durch.
Wir haben wirklich dann Gas gegeben. Wir haben meine 6 landwirtschaftlichen Partner, haben es auf die Reihe gebracht, dass wir relativ schnell in Oberösterreich 65 Märkte beliefern können mit 13 Produkten. Wir haben dort eigene Aufsteller und es funktioniert eigentlich recht gut. Aber da sieht man eigentlich auch, was es heißt, gemeinsam was zu machen. Und ich möchte Ihnen eigentlich ein bisschen Mut machen, dass man als Landwirt sich nicht alles gefallen lassen darf, dass man wirklich auch Mut haben sollte und nicht auf dem Lebensmittelhandel zum Beispiel als mögliche Vertriebsschiene hinschimpfen, sondern zu überlegen, was kann ich als landwirtschaftlicher Produzent oder generell als Unternehmer dem Gegenüber im Verkauf anbieten. Was ist wirklich mein Produkt? Ist es wirklich der Apfelsaft? Ist es wirklich der Apfelessig? Was wirklich super ist, aber was de facto die Lebensmittelindustrie besser kann. Die produzieren größere Volumen, die haben bessere Maschinen, die haben ihre Logistik perfekt unter Kontrolle. Wir können das mittlerweile auch mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Mut und ganz viel Einsatz, kriegt man das eher hin. Und wir werden nie besser werden. Aber was wir können und wo wir auch ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil um das geht es ja tatsächlich. Wo ist unsere Chance als Landwirtschaft? Wir müssen unsere Geschichte erzählen. Wir müssen das, was wir daheim tun, herzuhören. Und in meinem Fall ist halt das Glück und wirklich, ich muss von Glück reden, diesen Schatz zu haben mit den 1000 Apfelbäumen. Ein paar Birnen sind dabei, ein paar Zwetschgen sind dabei. Was man versuchen muss, das zu kommunizieren. Weil ein Kunde, der das versteht, was wir tun, dass wir daheim einen irrsinnigen Aufwand betreiben, dass wir ein ordentliches Produkt kriegen, authentisch sind, der Kunde ist auch bereit, vielleicht 20, 30 Cent mehr zu bezahlen, wie bei der Lebensmittelindustrie. Und dann habe ich eine Berechtigung. Und darum mein Appell, was ich glaube, wirklich, was uns Landwirte oder Unternehmer weiterbringt, ist einfach, öffnen wir unsere Türen, ganz egal, ob ich jetzt Tiere daheim habe, ob ich jetzt irgendwelche speziellen Sonderkulturen anbau, öffnen wir unsere Betriebe, unsere Tore und zeigen das her. Machen wir uns nicht angreifbar, verlassen wir uns nicht auf andere, sondern gehen den Schritt, nutzen die Medien, die eigentlich im Moment eh sehr offen sind für Betriebe, die wirklich was zum Erzählen haben, zum Herzeigen haben. Gehen wir aktiv auf die zu, nutzen wir aktiv soziale Medien, um das zu transportieren, unsere Geschichte. Versuchen wir wirklich auch einigermaßen professionell aufzutreten, wenn es darum geht, dass wir unsere Geschichte und unsere Produkte präsentieren wollen. Das ist mein Appell. Und nachhaltig verkaufen, um das am Punkt zu bringen, weil das ist ja heute das Thema auch des ganzen Tages. Es geht eh im Wesentlichen immer um diese drei Säulen. Ich muss mir als Unternehmer über mein Produkt Gedanken machen. Naja, ich muss kalkulieren, also der ökonomische Ansatz. Es nutzt nichts, auch als Landwirt, und das ist auch ein ganz starker Appell, weil ich viel mit Kollegen zusammenarbeite, bitte kalkuliert jedes Produkt durch. Wir kämen wirklich, ich darf viel mit anderen Kollegen zusammenarbeiten, wo wir Produkte durchkalkulieren, kommen wir oft drauf, eigentlich ist wirklich beinhart. Bei manchen Betrieben ist es so, bei jedem Verkauf lege ich drauf. Das passiert, gerade wenn ich das nicht mache und wirklich eine Vollkostenrechnung mache für jedes Produkt und jede Maschine rechne und seinen eigenen Arbeitsaufwand rechnet, wir brauchen ordentliche Preise, wir müssen kalkulieren. Also der ökonomische Ansatz, ganz extrem wichtig. Der soziale Ansatz im Verkauf ist natürlich, ja, ich muss mit meinem Gegenüber, ob das jetzt der Endkunde ist, muss ich einen Kontakt aufnehmen. Oder wie es bei mir ist, ich muss ganz einen intensiven Kontakt pflegen mit dem Marktleiter von so einem Supermarkt. Ich muss seine Bedürfnisse auch erfüllen. Das heißt, ich muss mit ihm einmal, der muss mich mal kennen, mit dem muss ich mal einen Kaffee trinken, der muss mich verstehen, ich muss seine Herausforderungen verstehen und mir muss auch bewusst sein, wenn der bei mir bestellt und er kriegt 2 Wochen keine Ware von mir, dann ist er sauer auf mich. Na, warum? Weil er nichts verkaufen kann. Ich muss mein Gegenüber auch verstehen. Und darum, liebe Landwirte, die was auch im Bereich der Direktvermarktung tätig sind, bitte, wenn ihr diesen Schritt gehen wollt, setzt euch mit eurem Gegenüber intensiv auseinander und versucht euch auch einzudenken. Also die soziale Komponente ist genauso eine wichtige Säule hinsichtlich nachhaltig verkaufen. Und die dritte Komponente ist natürlich der ökologische Ansatz, wo man tagtäglich über sein Produkt nachdenkt. Vielleicht komme ich weg vom Plastik, von der Verpackung. Vielleicht kann ich auch den Energieaufwand bei der Herstellung immer wieder verbessern. Und da sind wir dann eigentlich
beim Thema Nachhaltigkeit, diese drei Säulen, genau um das geht's. Aber da gibt es wahrscheinlich eh gescheitene Leute, die das wirklich auch nur besser umbringen. Ich wollte euch an dieser Stelle nur meine Geschichte erzählen. Ich versuche einfach, meinen Weg zu gehen und kann nur appellieren, traut euch, habt Mut, wirklich eure Träume, eure Visionen und euer Tun und umzusetzen. Lasst euch nicht abbringen davon, ganz egal, ob das Corona ist oder irgendein Mitbewerber, der was euch sagt, dass das eh alles ganz anders gegangen ist, geht euren Weg und lasst euch nicht abbringen. Dankeschön. Andreas, dann komme ich zu dir. Vielen Dank für deinen sehr wertvollen Input. 1000 Apfelbäume habe ich gehört. Geht euren persönlichen Weg, habe ich gehört. Ganz, ganz hervorragender Einblick, auch diese Reise auf und ab, wie du geschildert hast, wie es da gegangen ist. Wie schafft man es, dass man dranbleibt und die Kraft behält und den Mut nicht verliert? Indem man einen ganz starken Rückhalt daheim hat. Das ist mein großes Glück. Man hat eine Familie, die was einen unterstützt, vielleicht, die was zwar sagt, war schöner, wenn du öfters mal daheim warst und nicht nur bei den Supermärkten, aber die was mir auch den Rückhalt gibt für meine Ideen, das ist gerade bei Rückschlägen ein ganz wichtiger Punkt. Und man hat selber ein Ziel. Das Ziel muss ganz klar definiert sein. Das Ziel ist einfach die Erhaltung, was wir daheim haben. Weil aus ökonomischen Gründen ist es wahrscheinlich, wäre es sinnvoller, andere Kultur daheim anzubauen. Aber das ist halt unser Ziel, was wir uns ganz klar gesteckt haben, das wollen wir erreichen, das zu erhalten, um mit dem genauso erfolgreich zu sein. Und das Ziel müssen wir immer vor Augen haben. Da darf man sich auch nicht abbringen lassen. Jetzt interessiert mich bei 1000 Bäumen, glaubt sie händisch oder verwendet sie Gerät dazu? Also bei der Apfelernte ist es einmal auch so, da hilft die ganze Familie zusammen, nutzt aber natürlich auch technische Mittel wie Glaubmaschinen, man versucht es auch mit Rüttelmaschinen, ja, die beste Qualität natürlich auch vom Baum am Ende des Tages dann in die Flasche zu bringen. Natürlich hilft man sich heutzutage mit technischer Innovation und da haben wir auch daheim Leute, die haben auch mehr Talent wie ich teilweise für technische Sachen. Und das ist auch die Stärke des familiären Betriebes, weil jeder hat sein Talent. Oder, und das gerne nutzt. Und das ist ein Riesenvorteil. Warum ich frage ist, vor 2-3 Jahren ist in einem Innovationsprojekt da in der Region ein Produkt entstanden. Ich hoffe, ich bringe jetzt den Namen richtig hier, die Obstraupe. Ja. Die ist bei uns da in der Region in einem Projekt entstanden. Mostviertel und so weiter, brauche ich da nicht erklären, dass es da auch natürlich viel Angebot gibt. Und darum habe ich jetzt auch nachgefragt. Ein Spitzenprojekt. Ja. Spitzenprodukt, also extrem hilfreich, gerade für gewisse Betriebsgrößen, die was vielleicht noch nicht ganz so groß sind, die was dann die großen Maschinen hat, aber einfach auch schon mehr Obst haben, wirklich, wo man einfach Hilfe braucht. Ja. Weil die Herausforderung ist ja im Obstbau, dass du wirklich auch zur richtigen Zeit das Obst dann erntest. Es sollte erst dann geerntet, also wirklich auch verarbeitet werden, wenn es eigentlich runterfällt, dann ist es reif, nur dann kehrt es schnell weg vom Baum und dann helfen solche Produkte, kann ich nur wirklich empfehlen. Mhm. Du stellst dich auf deinem LinkedIn-Profil vor mit nachhaltige Projekte umsetzen und im Team gestalten. Das hat mir in Bezug auf unser heutiges Thema hervorragend gefallen. Und du schreibst auf deiner Homepage, ein großer Wunsch von mir wäre es generell, dass mehr Landwirte auf eine nachhaltige biologische Wirtschaftsweise umstellen und wieder mehr auf den klassischen Kreislauf, die Kreislaufwirtschaft am eigenen Hof setzen. Das hast du eingangs auch erwähnt. Das ist, sagst du, ist den Schlüsselaspekt. Grundsätzlich sage ich, jeder Unternehmer, und ich sehe auch einen Landwirt als Unternehmer halt, weil sonst hat man eigentlich relativ wenig Lebensberechtigung halt, leider, es ist so, sollte jeder seinen Weg finden, der was für ihn der richtige Weg ist. Wir für uns sagen halt als Betrieb, für uns ist die biologische Wirtschaftsweise der richtige Weg, wo man wirklich es schafft und versucht, regionale oder am Hof eigene Kreisläufe zu schaffen, wirklich, um dann erfolgreicher zu sein. Zum Beispiel, wir haben 25 Mutterschafe, wo es wieder den Dünger erzeugen für die Bäume, dass man wirklich auch echte Kreisläufe zusammenbringt. Ich sehe aber ganz viel Erfolg auch oder Chancen für andere Klein-, Mittel- und Großbetriebe, mehr in Richtung regionale Kreisläufe zu denken. Das klingt oft so plakativ, aber wir müssen es nur tun. Wir müssen miteinander reden, wir müssen Kooperationen eingehen und das dann wirklich aktiv umsetzen. Aktiv umsetzen heißt nicht, dass ich aufeinander warte, bis das kommt und mir sagt, ja, so gegangen es, sondern miteinander, so wie es ihr macht, glaube ich, Ideen aufgreifen, das gemeinsam weiterentwickeln und am Ende des Tages auch dann beim Konsumenten anbringen. Mhm. Das hilft uns wirklich tatsächlich.
Vielen Dank erstens für den wirklich tollen, energiegeladenen Input. Der kommt sicherlich hervorragend draußen an bei unseren Zusehern und Zusehern, auch wenn es durch die Leitung muss, aber das kommt draußen an. Und danke auch, dass du so spontan eingesprungen bist. Du wärst eigentlich im Nachhaltigkeitstalk eingeplant gewesen. Wir haben dich da nach vorne geholt, weil auch der Josef Rohrecker, der jetzt am Plan ist, heute nicht persönlich da sein kann. Und deswegen hast du einen Teil da übernommen und hast es, vielen Dank, hervorragend und ganz, ganz spannend gemacht. Danke. Dankeschön.